glückliche Gesichter bei der ersten Gewinnerfamilie aus dem Prohltal, die Blick aktuell Mitarbeiter Thomas Seelbach im Gruppmedienzentrum begrüßen konnte. Die Aktion der Heimatzeitung sucht wöchentlich glückliche Familien, eine von ihnen die Familie Ruprecht aus dem Prohltal. Zu ihrer Überraschung wurde ihr Foto ausgewählt, damit verbunden ein großes Gewinnpaket. Da haben wir uns schon sehr gefreut, weil jeder hat schon mal Lotto gespielt oder bei irgendwelchen anderen Gewinnspielen daran teilgenommen. Da ist man einer von Tausend, einer von Millionen und da hat man nie was gewonnen. Ja, aber wenn man dann mal was gewinnt, hat man sich dann besonders gefreut, gerade über den Preis dann mit 385 Euro. Dieses Gutscheinpaket, das hat uns auch schon sehr gefreut. Die Teilnahme an der Aktion geht ganz einfach. Schicken Sie uns ein Bild Ihrer Familie, das zeigt, warum Ihre Region ein ganz besonderer Ort zum Leben ist. Und nichts wie ab damit per Post oder Mail. Das war's schon. Für mich war das reiner Zufall. Wir waren spazieren in der Winterlandschaft des Prohltals. Und ab und zu schießen wir mal ein Selfie von uns, wenn wir dann in der Natur unterwegs sind. Und meine Frau hat ein Top-Bild geschossen. Und ein paar Tage später sagte sie zu mir, Mensch, der Blick hat eine Aktion glücklicher Familien im Prohltal. Ich habe da einfach mal für uns mitgemacht. Ja, so wurde ich zum einen über die Aktion informiert und zum anderen hatte meine Frau sich dann bereits schon dazu entschlossen, an einem Gewinnspiel daran teilzunehmen. Für mich macht es lebenswert, dass ich auf gut Deutsch meine Ruhe haben kann. Es ist keine große Stadt, es sind kleine Dörfer. Aber ich bin doch nicht von der großen Stadt oder der Zivilisation abgeschnitten. Ich bin schnell auf der Autobahn. Ich habe in meinem klitzekleinen Ort eine sehr gute Internetverbindung. Und mein Sohn ist im Nachbardorf im Kindergarten. Ich kann direkt einkaufen gehen und muss nicht große Wege in Kauf nehmen. Das macht das für mich sehr lebenswert. Unser Ziel, glückliche Familien aus dem Verbreitungsgebiet von Blick aktuell Prohltal, Adenau, Bad Neuner-Ahrweiler, Grafschaft und Altenahr noch glücklicher zu machen. Wenn Sie der Meinung sind, das, was die Familie Ruprecht kann, können Sie auch, dann würden wir uns über Ihre Einsendungen freuen.